reinstecken kann. Ich habe nur AirPods und das war's. Ich hatte eigentlich vorher mal so ein Headset, aber ich will jetzt auch nicht mit so einem schrottigen Headset hier sitzen. Deswegen habe ich mir mal solche Kopfhörer bestellt und die sollten eigentlich jetzt die Tage ankommen. Dann kann ich damit auch noch bessere ASMRs machen. Ich glaube, das reicht jetzt auch schon für diesen Aufsatz. Der ist nämlich nicht so spektakulär, finde ich. Aber wie gesagt, auf diesen hier bin ich mega, mega gespannt. Und ja, ich würde sagen, wenn ich aber was richtig Spaß macht, das hier so drauf und so scratchen. Und ich würde sagen, ich nehme den jetzt mal ab. Ich weiß nur nicht, ob man mich hört, wenn ich das mache. Ich
Die heißen, glaube ich, Chubby Sticks. Vielleicht kennt der ein oder andere die. Aber die sind mega teuer. Die kosten fast 20 €. Oder ich glaube, die kosten sogar 20 €. Und die sind halt original genau so aus. Nur halt von Clinique. Und meine Mama hat den irgendwie verloren gehabt und mochte den richtig gerne. Und dann, ja, waren wir vor ihrem Geburtstag nochmal bei Rossmann, glaube ich. Und da habe ich den dann gesehen und dachte mir so, kann ich ihr mal mitnehmen. Die hat sich mittlerweile aber ihren Clinique wieder nachgekauft. Die von Klinik habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, wie die sind. Aber ich muss sagen, ohne jetzt den von Klinik getestet zu haben, finde ich den ja auch schon mega, mega gut. Und der hat, glaube ich, 1,50 oder so gekostet, also wirklich nix. Und wie man sieht, der hat so schöne Lippen. Auch die Farbe finde ich mega, sieht richtig natural aus. Leichteste Lippenprodukt, was man auftragen kann, weil es halt so wie so ein Stift einfach ist. Und ja, man kann auch nicht zu viel nehmen, weil irgendwann wird es halt nicht mehr Farbe. Und ja, deswegen finde ich es sehr super. Vielleicht mache ich in den nächsten Videos, versuche ich mich auch mal an Mouth Sounds. Ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß noch nicht, ich habe sowas ja nicht oft, also wenn ihr meine Videos öfter verfolgt, dann wisst ihr ja, dass ich jetzt nicht der typische ASMR-YouTuber bin, der die ganze Zeit so Sounds macht und so macht. Vielleicht baue ich ein bisschen mehr Hände Dings ein. Aber an sich mache ich eigentlich Standard-YouTube-Videos geflüstert, also halt so ein bisschen entspannter, was ich eigentlich auch nice finde, weil ich habe das Gefühl, dieses krasse ASMR ist nicht für jeden was. Aber dieses einfach nur flüstern und ruhiger sprechen, das ist schon eher was für Leute. Also ich kriege auch mega oft Kommentare, wo Leute schreiben, dass sie ASMR eigentlich nicht so gerne mögen, aber bei mir schon. Weil ich glaube, vielen ist einfach dieses, ja, diese ständigen Geräusche und dieses Hände machen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ist, glaube ich, einfach too much. Ich mag das persönlich, aber weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht mache, aber ich habe es von Anfang an irgendwie nicht so viel gemacht. Ich glaube, weil ich generell eine hibbeligere Person bin. Obwohl, so hibbelig bin ich jetzt auch nicht, aber ist ja auch egal auf jeden Fall. Ja, habe ich mir überlegt, ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, ob ich mehr solche Sounds zwischendurch einbauen soll. Also zum Beispiel, ja, wenn man Wörter wiederholt oder so. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr mehr mögt. Mögt ihr mehr diesen einfachen Style, einfach nur flüstern, mal ein paar Tapping-Sounds, weil Tapping-Sounds mache ich sehr, sehr gern. Und ja, und sonst einfach normal geredet sozusagen, außer halt, dass ich nur flüster. Oder feiert ihr es mehr, wenn man wirklich so intensiv die ganze Zeit, also jetzt auch nicht die ganze Zeit, aber ihr wisst, was ich meine, so mehr Sounds einfach noch nebenbei hat, Sounds.